For Illusia. Gut, ihr habt alle 33 Leben. Ah, forget, Alfred. Sein Ausweichwert ist auch nicht das, was es trifft hundertprozentig. Warte mal. Ja, aber dann ist natürlich jetzt gerade doof. Ja, Purgativ reicht doch niemals dahin. Ja, er kann auch keinen Stab benutzen, weil keiner einen Stab braucht. Rettung kommt auch nicht so weit, oder? Dann müsste ich ihn mal kurz retten. Eine Reichweite von 1 bis 8, leider nicht. Ja, aber dann ist er doch ein kleines Problem gerade. Schön und gut. Ja, aber man muss doch kurz nochmal zurückspulen. Die Fugado ist in Ordnung. Warte mal. Problem ist halt jetzt wirklich dass wir hier gerade einen Haufen haben, der mir nicht gefällt. Warte mal. Nee, warte, ich pass doch mal anders kurz. Mal kurz mal den Zeitkristall. Fugado hatte. Alfred hat ja den hier angegriffen. Machen wir auch nochmal so. Das machen wir nochmal so. Passt ja alles. Level up. Das ist ganz in Ordnung. Verteidigung erhöht ist immer bei dir immer gut. Und ganz kurz mal hier weg. Dann greift er hier nicht mehr an. Fugado hat genug Leben. Jetzt muss ich mich nur noch gleich um Clan kümmern, der noch ein bisschen wenig Leben hat, aber dann reicht's auch. Gut, und dann kann ihr Clan mal kurz. Ach, weißt du was? Tausch mal kurz mit ihm. Ich will jetzt nicht unnötigen Elixier verwenden für diese kleinen KP, die du jetzt heilen musst. Gut. Jetzt haben wir die Bogenschützen noch und den Magier. Weißt du was? Bitte eine Eisader hier hinbauen. Das ist der Einzige, der noch angreifen kann, er hier. Beziehungsweise zwei wahrscheinlich. Das ist ein 32er Angriff. Er hat eigentlich eine gute Resistenz. Das hältst du durch. Gut. Drache greift an. Also diese Spezialdrachendinger, die sind ja schon echt übel teilweise. Okay. Das war Glück, okay. Aber, ja. Die greifen halt an. Jetzt kommt der Bogenschütze, greift noch an. 18 Schaden, das ist viel, aber kann man nehmen. Da kommt jetzt halt auch so gerade so ein Haufen, den ich jetzt nicht haben möchte eigentlich. Okay, er kommt noch angerannt. Ich glaube, wenn die beiden angerannt kommen. Die Key-Adepten bewegen sich natürlich nicht. Ach, nee, weil er wird sich wahrscheinlich gar nicht bewegen. Weil er sein Ausweich plus 30 behalten möchte. Das ist übel. Ich meine, schlau, definitiv. Bleibe ich dabei? Ich glaube, wenn wir alle einpreschen auf Byleth, dann geht das schon. Muss halt nur ein bisschen aufpassen auf Mr. Warte mal, Chefe. Mal angerannt kommen. 1, 2, 3, 4, 5. Also, halt aber, du würdest da hinkommen. Also, wenn wir es jetzt schaffen, hier alle zu besiegen. Dann wäre das was. Problem ist, hier Pandrio kriegt richtig viel Schaden, wenn er hingeht. Stahlbogen. Das kann man mal machen. Das ist ja okay. Ist der Elfendonner muss weg. Dann kann Pandreo. Na, das geht schon. Pandreo geht hier hin. Tötet den.
May their souls find peace. Genau. Du tanzt. Und dann töten wir den Magier da oben. Und damit haben wir die Chefe-Seite durch und müssen jetzt nur noch kurz 0% Trefferchance. Auch geil. Jetzt müssen wir uns auch halt um den hier kurz kümmern. Mein Liebling. Ja, einmal Bulganone würde ich sagen. Raufpreschen. Und dann gleich mal zu Byleth angerannt kommen. Cool wäre es, wenn Byleth auf uns zukommt. Macht er aber nicht. Der Sonnenbogen macht's. Dann setzt den Sonnenbogen ein, mein guter Fogado. Vielleicht trifft er auch gar. Ach, Vehemenz. Ich liebe Vehemenz. Dann ist das schon mal erledigt. Nee, du kannst dich gerne heilen mit Heilmittel. Cool, muss man mal gucken. Hier, die kommen da angerannt. Das heißt, ich geh schon mal mit Alfred hier hin. Du kannst dich auch mal heilmitteln. Du hast nur ein Elixier, dann machen wir das später. Oh! Wohl werden die zu den Kristallen teleportiert? Wahrscheinlich, oder? Was hast du geplant, Byleth? Okay, aber den Tanz habe ich jetzt nicht verstanden. Der war jetzt wirklich unnötig. Er kann sich bewegen. Wunderschön, wunderschön. Ich meine, das ist kein Problem. Kein Problem, bin ich ganz ehrlich. Mir gefällt es gerade nur nicht, dass Byleth hier angerannt kommen will. Das muss nicht sein. Das muss gerade nicht sein. Es gibt Plot-Twists, die... Ich würde auch nicht nachvollziehen können, warum er sein Feld verlassen sollte. Kann ich nicht nachvollziehen? Muss man mal gleich gucken, wie wir es machen. Du bist zufrieden, das freut mich natürlich sehr. Ja, Clan, es wird auch gleich mal Zeit, dein Elixier zu benutzen. Er muss sehr oft Elixier benutzen, aber gegen solche Dämonendrachen zu kämpfen, das ist natürlich wieder was. Er kann Elixier mehr, weil Fogados hat. Ist egal. Gut, mal kurz gucken, wie wir es hier machen. Also zum Beispiel hier haben wir einen Wyvern-Ritter. Der ist ja easy weg. Kümmern wir uns zuerst mal um die eine Einheit hier. Du kannst mit Elfen nicht töten. Das finde ich schon mal. Du hast zwei Lebensbalken. Ui. Ja, okay, vielleicht muss ich doch mal kurz mal überlegen. Weiß halt nicht, wir können die auch einfach anlocken eigentlich. Du hast keinen Panzerbrecher, aber du könntest mit einem Bündnis auf deinen Hammer zugreifen. Und selbst das tötet nicht mal. Ich merke schon, der Typ da hat viele Leben. Komm, dann rennen wir mal kurz zu denen. Lanzengei hat einfach auch drei Leben. Die haben alle drei Leben. Und die halten noch alle echt viel aus. Also es sind basically drei Bosse. Ja, okay, ich merke schon, wo die Byleth ein bisschen hart wird. Wie viel Leben hältst du denn durch? Wieso macht Elfen nichts? Dann hier mehr Schaden. Aber du tötest ihn ja komplett, wenn er trifft. Mann. Ja, tanz mal. Ich glaube, es ist zur Zeit auch bei Pandreo. Beile vielleicht gleich einzusetzen. Also, die hat er ja gar nicht. Ja, stimmt. Habe ich schon vergessen. Geht ja gar nicht. Wir kämpfen ja gegen Byleth. Oh. Ja, davon haben wir halt nichts. Auch mit dem Dimensionsfalschen nicht. Parfia tötet zumindest. Ich meine, ist ja nicht schlecht.
Hier würde Parf ja auch töten übrigens. Weil wir gebündest wären. Ich merke schon, ich glaube, ich muss jetzt hier auf mein Bündnis gehen die ganze Zeit. Man muss halt hier hoffen, dass er nicht getroffen wird. Ah, 32%. Wir können es mal angucken. Wir können mal kurz gucken, was passiert mit Pandreo, wenn er jetzt getroffen wird. Er wird sterben. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Wie viel Schaden würdest du hier machen? Der ist ein harter Kerl, muss man mal echt sagen. Wie viel würde dieser Kerl Schaden machen? Ist ja auch viel, oder? Ah, hier macht er nur. Der macht nur für. Also dieser Axtkerl, der ist das große Problem. Kann zwar nur einmal angreifen, aber der tut reinhauen. Das gefällt mir nicht. Also hier mal ganz ehrlich, wir können mal kurz. Warte mal, Bündnis war's, oder? Welche Waffe tut reinhauen? Ich glaube. Der Panzerbrecher. Hoffen wir einfach mal, Chef wird nicht getroffen. Er wird natürlich getroffen. Schön und gut. Bringt uns jetzt gerade nichts. Okay, warte mal. Ich glaube, bei den Typen... Ich glaube, da muss ich erstmal weg. Da muss ich erstmal weg. Ihr macht ja alles richtig. Aber hier, die rechts sind ja... sind nicht schön, sagen wir es mal so. Drachenader ist zwar schön und gut, aber da kommen die halt auch durch. Ich würde sagen, wir fliehen erstmal. Und bauen eine Drachenader auf. Es ist erstmal schlauer. Okay, Key-Typies. Okay, ich verstehe jetzt euren Plan nicht, okay? Ich verstehe gar nicht, was ihr gerade was. Okay, Teleport. Okay, ihr teleportiert ihr halt jetzt irgendwie rum. Okay, das ist schön und gut. Gut, dann kümmert euch halt um die Kristalle, okay? Macht das. Tötet sie. Meinetwegen. Ha, hier haben wir die Verstärkung. Okay, die kommen auf Byleths Seite. Ja, okay, Fugado kriegt den ja weg. Wir müssen es vielleicht nur rechtzeitig schaffen, mal Byleth aufzuhalten. Weil Byleth hat auch sehr tödliche Waffen. Obwohl wir zur Not immer noch eine Drachenader einsetzen könnten. Okay, Cheffe würde one-hitten. Die Frage ist eher, wie viel Schaden bekommt Cheffe von ihm? Fast ein Tod. Wir können noch... Wow, okay, das ist nichts. Wir können auch immer noch mal tanzen. Was wir auch machen könnten, wäre natürlich hier eine Drachenader. Die Frage ist eher, welche Waffen haben die? Die haben eine Silberlanze. Also es ist jetzt nicht, dass die ob die jetzt was machen können. Was ich auch mal machen könnte. Können wir mal kurz im Vorrat gucken. Man könnte natürlich auch einen Einfrierenstab benutzen. Mach mal die Erholung weg. Kann man hier mal einfrieren. Wenn man trifft. Ich nehme das als ein Nein. Gut. Drachenader.
Frage ist, gehen die jetzt eigentlich auf sie oder nicht? Also auf uns oder machen die weiter Kristalle? Kristalle nehme ich gerne an. Ich gehe mal hier hin zur Sicherheit. We fight for peace. Oh Mann, der hat so viele Waffen. Dem richtig doofe Waffen haben die. Also Byleth hat doofe Waffen. Ja, ich würde abwarten und gucken. Zu Teleport war's mal mir klar. Weil mehr kann der nicht. Ja, skippen mal. Warum macht er das denn? Was macht er? Was ist euer Plan? Ich verstehe es jetzt noch nicht ganz. Ihr probiert die Kristalle zu zerstören. Ich verstehe das. Wir müssen jetzt aber schaffen, Byleth zu zerstören. Dann haben wir ja sowieso gewonnen. Alfred würde ja hinkommen. Also Alfred könnte auch nochmal angreifen. Ivy auch. Dann machen wir das zuerst. Ivy greift zuerst am Volganone. 82 Schaden. Machen wir es umgekehrt. Ivy macht den Endschlag. Was, ist das, zählt das als Drache? Was zählt als Drache mit dem Wurm? Oh, das erklärt alles. Machen wir es zuerst so. Das ist übler Schaden. Here we go. Bruch. Das gefällt mir. Bruch gefällt mir ja schon mal. Tatsächlich, bleib doch mal. Geh hier hin. Geh mal hier hin. Da haben wir noch Platz für andere. Ja, du kannst zum Beispiel Forerun einsetzen. Trifft nur zu 64%. Aber man kann es probieren. Trifft nicht, okay. War ein Versuch wert. Hat nicht funktioniert. Gut, dann macht Ivy hier den Rest. Du musst aber treffen, Ivy. Wenn du dich triffst, stirbst du. No! Gut, und jetzt haben wir noch das restliche Team. Ja gut, das schaffen wir alle zusammen. Hier ist natürlich das Problem. 46 Leben. Komm, wir schaffen das. Los, los. Er muss auch erstmal treffen. Danke für diese Lehrstunde. Ich bin auch ready. Ja. Ah, er hat nicht getroffen, aber er hat getroffen, weil seine Fähigkeit ist auch echt übel bei solchen Situationen. Gut. Als nächstes Etje. Etje stirbt wahrscheinlich, wenn sie sogar macht, oder? Es war klar, dass sie stirbt. Wir setzen das mal ein. Kein Gespräch zwischen euch, ihr seid gefühlt Partner. Deswegen. Level 6. Ihr seid beide Level 6. Da gucken wir ganz ehrlich, kann Lapis den Endschlag machen. Möchte Pendrio noch den da töten? Ich meine, er hat die Ehre. Er kann das machen. Er schafft es nur nicht. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Finde ich persönlich ein bisschen, finde ich auch ein bisschen schade, aber... Warte, du kommst auf die andere Seite. Komm, ganz ehrlich, dann Lapis, töte du doch mal den Typen. Pendreo, der Gute, der schafft's nämlich nicht. Here we go. Here we go. Gut, und dann Lapis. In der Hoffnung. Ja, wir können immer noch tanzen zur Not. Zur Not können wir immer noch tanzen. Und das sieht gut aus. Besiegen wir beide. Dün. Ich merke auch schon, lebensbalkenmäßig werden die immer übler. Hervorragende Leistung, du hast erstaunlich viele Kristalle beschützt, du erhältst einen Talisman und ein Elixier von Byleth. Das ist alles, was du mir schenkst, Byleth? Ehrlich? Oh, danke, danke. Gut, die Elixiere kann ich nicht kaufen mittlerweile, das ist okay. Trotzdem ein bisschen wenig. Ich habe jetzt, gut, ich habe jetzt nicht alle Kristalle gerettet, ich glaube, da gibt es nochmal eine geile Belohnung, aber... I managed to win.
Somehow. Well done. Your fighting was magnificent. The trial is passed. I learned so much battling you. Thank you. But your skills were quite strong even before we met. Still, you've taught me so many things. You're an excellent teacher, Byleth. And that's kind of der Beste. Though it helps that you have such raw skill already. All I need do is listen and give a little nudge to those embarking on a path. Your success here is the direct result of all the choices you've made before today. I've always ja, ich würde sagen, wir machen noch Corins Map. Weil ich möchte die Sidequests auch ein bisschen mal durchhaben, weil wir haben viel zu viel und wir kriegen immer noch mehr dazu. Das werden ja immer mehr. Wenn wir dann noch später Marv, Micaiah, Celica und Roy fehlt noch, bekommen, dann haben wir nochmal 4 neue Sidequests. Also ich finde, es wird langsam mal Zeit, die Sidequests ein bisschen abzugrasen. Corin, dann machen wir die nächste Story Map, da wahrscheinlich wieder 2. Welche haben wir denn? Ich glaube, dann kommt Erica und dann Sigurd Leaf. Gut, müssen wir mal gucken. Ich glaube, die waren alle gleiches Level. Alles 8, oder? Ungefähr. You needn't worry at all. By passing this trial, you've shown the truth of who you are, and you have your allies to set you right. Should you ever begin to stray, remember, I will always be by your side as well. To the very end. Ich hoff's. Thank you. Marv hat das auch gesagt. Continue on my path, trusting my allies to help me along the way. You've clearly learned all you need to hear. Shall we continue on our journey? Ja, erstmal Sachen abgrasen und dann können wir gehen. Ach ja, maximales Bannlevel, natürlich. Ganz wichtig. Ob wir jemals ein A-Gespräch bei den Wänden sehen? Ich glaube doch, Chef Lucina kann ich mir vorstellen, dass das noch was wird. Ja, es war aber nur okay in der Web. Es war okay, es hätte schlimmer sein können. Die Charaktere werden wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen sagen, die nicht so wichtig sind. Stein des Raphael. Der rare Fail. Ist tatsächlich gar nicht so viele Belohnungen hier. A moment, please. Ist ein neuer. Okay, wahre Begebenheit. Ja, es sind immer dieselben Texte eigentlich. Deswegen. Ich glaube, bei diesen Maps nicht so viel zu sagen. Wow. Welche wilden Tierarten hier wohl leben? Ich glaube, hoffentlich mag wahrscheinlich keine. Ich glaube nicht, dass man so einer heiligen Stätte ein Tier leben darf. Right. Das stimmt. Ja, hast du gut gemacht, Lapis. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich spreche dir nicht auch gerade nur noch an wegen diesen Bandfragmenten, die wir hier bekommen. Ah, ich muss sagen, dass diese Aussicht hübsch ist. Weil es hier dunkel ist, finster. Oh Mann, eine bessere Trainingseinheit als eine Schlacht gibt es nicht. Ich bin afraid. Cool, du hast was Interessantes aus der Ferne gesehen. Ja, jetzt nichts Interessantes. Byleth zum Beispiel redet dann noch was Normales. Euer Kommando ist makellos, genau wie die Koordination eures Teams. Ich habe viel aus dieser Schlacht lernen können. Das freut mich natürlich. Ihr wollt mich beglückwünschen, oder? Weil ich richtig gut war mal wieder. Du bist immer perfekt gewesen. Die Kristalle sind alle wieder da, obwohl sie zerstört worden sind. Das ist unrealistisch. Boah, dieser Ort ist jetzt nicht ideal, aber es wäre bombastisch, wenn mir hier eine Party schmeißen würde. Okay, das ist ein Text, den kann ich nachvollziehen. Ich habe da so eine Vorahnung, dass wir hier draußen auf etwas Niedliches stoßen werden. Haltet die Augen offen, okay? Schon unsere ganze Reise lang denke ich stets darüber nach, wie ich am welchen Ort am niedlichsten aussehen kann, ja, Mann. Ermüdet es euch, auf unvertrautem Gebiet zu kämpfen? Ruht euch aus, sobald wir zurück im Lager sind. Es gibt diesmal wahrscheinlich kein Lager. Aber wohl dort Café und Arena sollte man schon mal besuchen. Ich könnte mir eine gewisse Person von diesem Hintergrund sehr gut vorstellen. Das wäre doch mal ein Anblick. Na, ich hoffe mal, ich. Please. Wenn es eure Pläne erlauben, würde ich gerne mal... Nö. Du kommst gar nicht mehr mit. Ich glaube, das waren so gut wie alle. Ich glaube, Fram habe ich jetzt gerade nicht gesehen, aber... Indeed. Es ist nur natürlich, dass man mit wachsender Erfahrung auch stärker wird. Ja, aber komm. Die sagen alle die Standardtexte irrelevant. Gehen wir zum Somniel. Machen dort Kaffee. Trainingssänger mache ich jetzt nicht jetzt unbedingt, aber Kaffee wäre gut, Arena wäre gut. Und nochmal kurz die Bettgespräche, dann Support Conversations. Dann machen wir Corins Map. In der Hoffnung, Corins Map wird auch angenehm. Ich habe da ein bisschen Sorgen. Ich glaube nicht, dass Corins Map die angenehmste Map wird. Ja, jetzt erstmal Kaffee. Ich hätte irgendjemand was Blaues zu sagen. Alinden schon wieder. Sieh sich das einer an, ich bin im Somniel. Das freut mich sehr. Ach komm, ich schenke dir tatsächlich mal was, aber ich glaube, du wirst kein Gespräch mit uns haben. Erstmal nicht. Ich nehme es zurück.
Das erste Gespräch. Wie gesagt, ich glaube, das erste Gespräch zu triggern ist auch nicht schwer. Ich sorge mich um mein Volk. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ich schenke dir aber auch ein Schutzjuwel, weil ich das B-Gespräch mit dir haben möchte. Irgendwann mal. Problem ist, wir sind immer auf unterschiedlichen Seiten, wenn wir kämpfen. Ja, aber Yunaga hätte ich auch mal gern das das A-Gespräch, oder? Dauert. Dauert. Falls wir es jemals bekommen, ich probiere es. Weil ich möchte schon mit Paar das A-Gespräch triggern. Ja, Lapis-Ration. Kommt jetzt drauf an. Mit wem möchte ich denn ein weiteres Gespräch erstmal haben? Wie gesagt, eigentlich mit Ivy. Ich will mal mit Ivy weiterkommen. Guck mal gerade, ob irgendjemand, mit dem ich jetzt auch was zu tun haben möchte, irgendwas zu sagen hat. Alfred. Ja, okay. Machen wir doch mal das. Ich schippe die ja auch irgendwie. Nehmen wir mal Pizza Crepe. Ich nehme den Fisch. One moment, while I prepare your order. Now to business. Now to business. Simple enough. Ja, das war doch eine ganz angenehme Map. So was gibt's auch mal. Gut, das ist das schön. Mit dir leider noch nicht, Alfred. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut. Als nächstes wollte ich die Arena machen, oder? Und die Sachen muss ich noch sammeln. Die Sachen, die hier überall rumstehen. Das ist. Weil das sind alles Silberbahnen und das sind geschenkte Silberbahnen. Wenn ich die jetzt nicht aufsammle, dann bereue ich das noch. Gerade wenn ich das Somnia dann wieder richtig mache, nach dem Hauptkapitel. Und ich mache das Hauptkapitel wahrscheinlich dann wieder offscreen. Also, das Somnia nach dem Hauptkapitel. Gut. Ed hier ist noch nicht Level 7. Und wir sollten schon Level 7 sein, wenn wir zu Corrin gehen. Aber ich habe da ein mieses Gefühl. Royal Soldier of Solm. Oh, das könnte knapp werden. Obwohl, nee, Ed hier haut rein. Has left a bitter taste in my mouth. My muscles deserve a treat after that. Man merkt auch schon, dass die Arena auch mittlerweile nicht mehr so viele Erfahrungspunkte gibt. Es geht, aber. Ja. Gut. Lapis ist noch nicht Level 7. Ja, und ihr seid auch nicht alle Level 7. Aber ich mach mal Lapis schon mal auf Level 7, weil dann ist sie schon mal.